Fex, steh uns bei, denn Geron wurde entdeckt und die Brida fragt uns gerade, was denn das überhaupt für ein Artefakt war, was wir da gefunden haben. Und ja, jetzt müssen wir mit Geron antworten und ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihr halten soll. So dieses, es ist so langweilig hier und sagt bloß das Richtige und so macht sie jetzt für mich nicht gerade sympathisch. Aber naja, vielleicht ist das auch nur erstmal der erste Eindruck und gucken wir mal. Was antworte ich denn mal? Eine harmlose Skulptur, eine mächtige magische Waffe? Ich weiß es nicht. Wie wär's mit ich weiß es nicht? Ich weiß es nicht. Meinst du nicht, dass es so aussah wie eine Maske? Wo hast du sie gefunden? Sie gehört mir. Sie war plötzlich da. Sie lag hinter dem Zelt. Wenn ich sage, sie gehört mir, könnte sie ja fragen, ja, dann muss sie ja wissen, was es ist. Sie war plötzlich da, ist auch blöd. Also das mit hinterm Zelt. Ich habe sie hinter dem Zelt gefunden. Eine der Statuen hatte sie in der Hand. War das alles? Kann ich jetzt gehen? Junge, bist du langweilig. Du hast nicht einmal versucht, mich anzulügen. Selbst schwarzmagische Vorfälle bekommt dieses Königreich nicht richtig hin. So, und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Ja, was heißt, ich hab's nicht versucht? Ich weiß ja, worauf es hinausläuft. Das waren ja nicht gerade tolle Optionen. Ich meine, zu sagen, ich weiß es nicht oder war plötzlich da, klingt ein bisschen bescheuert, oder? Also, hätte ich sonst was anderes genommen. Egal. Geron, Andraus, König Effadan der Erste. Ich bin Andraus. Mein Name ist Andraus. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Wie soll man die Klappe halten, ja? Ich zück hier gleich mein Schwert und Nuri als Raben und dann verzaubern wir dich in eine kleine Kröte oder so. Wer bist denn du? Was ist hier geschehen? Der Tulamidische Händler. Der Magister und die Maske, der Stein und der Skarabäus? Wer bist denn du überhaupt? Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen tulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Ja, gut, okay. Was ist mit dem Tulamiden geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus? So herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. Wenn ihr so langweilig ist, sollte sie sich doch eigentlich freuen. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin eh müde. Ich werde ein wenig schlafen. Wächst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Mach ich. Schlaf schön. Warum ist Nuri immer so müde jetzt? Hat das irgendwie damit was zu tun, dass sie im falschen Körper ist? Nicht, dass sie da irgendwann, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, so ganz gruselig, dass er irgendwann mal Nuri anspricht und sie gar nicht mehr reagiert, weil sie dann ganz ein Rabe ist oder er sie gar nicht mehr verstehen kann oder so. Keine Ahnung.
Gibt's hier noch irgendwas mitzunehmen, was ich dann unten eh gleich wieder brauche? Das Artefakt ja wohl nicht. Gut, ich gehe mal raus. Ich ärgere mich, dass wir die Maske nicht haben, obwohl wir sie gefunden und geholt haben. Aber naja. Oh, da ist ja jemand am Pranger. Ja? Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Ich bevorzuge den Brunnen vor den Toren. Und seit gestern weiß ich auch warum. Diese Kinder, die gestern ihren Nachttopf darin ausleerten, mussten die nicht arbeiten? Mhm, lecker. Ja, Brunnen, Pranger. Was ist hier? Da war doch gerade noch was, oder? Hier. Hier ist genau die Grenze. Hier endet der Gestank der Gerbereien und beginnt der Schweißgeruch der Schweine. Ach so. Die Schweine gibt's ja wieder, die waren damals weg. Ihr hässlichen Viecher, wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. Aber die waren doch zwischenzeitlich auch tot. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das eher gerade schön, dass es hier jetzt wieder diese Schweine gibt, weil, auch wenn die hässlich sind, die waren doch damals einmal zwischenzeitlich alle tot, als das hier alles so vereist und winterig war. Da taten mir die voll leid, weil die erfroren sind. Naja, ich bin ja sowieso so ein Mitgefühlsmensch. Naja. Nachdem Gwindling fort war, wollte sich die Lederergilde das Haus unter den Nagel reißen. Zum Glück kannte Giacomo genug bestechliche Adelsmänner. Nicht bevor ich hier fertig bin. Ach so. Ja, dann gehen wir mal dahin. Rondra-Tempel? Die Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Mhm. Einen guten Morgen wünsche ich. Was macht ein Gaukler an Hildas Stand? Ich bin kein Gaukler. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lumpen tragen wie du? Oh, wie ich diese Hinterwäldler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern? Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren? Ich bin nur auf der Durchreise. Es heißt also jetzt oder nie. Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gäbe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Woher sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben? Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabäus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Okay. Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Der ist auch blöd für so einen Händler. Ich mochte Hildas alten Stand lieber. Kann ich auch verstehen, dass so ein Händler dann frustriert ist. Alles aufbauen und nichts verkaufen. Ja, badende Kinder. Ich hasse das. Der Geruch von Schweinebraten liegt in der Luft. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und das sind wohl die Schweine, die hier geschlachtet werden. So, ich kann in die Schankstube gehen, das will ich aber noch nicht. Ah, der Kreis des Lebens. Hier werden die Ferkel gesäugt und im Gasthof gibt es Schweinebraten. Ja. Ein ewiger Kreislauf. Och ja, wie schön. Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden.
Ich lenke ihn besser nicht ab. Das Schaf wird noch früh genug geschlachtet. Es ist still auf dem Seminarhof. Die Eleven sind bestimmt auf einem Manöver im Wald. Es ist still auf die Eleven. Ja. Gut, dann gehe ich da jetzt mal rein, wenn ich kann. Ab in die Schankstube. Ach, da ist sie ja. Hilda. Geron! Giacomo! Meine Freunde. Hallo, Geron. Hallo, Hilda. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern. Woher kennst du Fahi? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feenartefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feenartefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Wenn Fahi nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Tulamidengold, als er einen Topf mit einem Bärenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron, das war die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei nur fröhlich, als kostete es ihm keinerlei Anstrengung. Geron, dieser Mann kann nach Belieben Leben in andere Formen gießen. Auch in Stein? Das nehme ich an. Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satyas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog, war die große Schlacht in der gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Borberat und Rohal dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Oha, okay. Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und der Skarabäus? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel wirklich so viel Bedeutung haben? Fahi schien davon überzeugt zu sein. Lass uns über etwas anderes reden. Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, du könntest mir tatsächlich einen Gefallen tun. Sprich, kannst du mir etwas Wein von Hildas Tresen bringen? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Okay, naja, aber so ein bisschen, viel Wein hat er ja auch immer zuletzt getrunken. Vielleicht merkt die Hilda das, aber, Warst du gestern Abend hier? Ja, aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Die drei am Nachbartisch und dann noch vier andere. Fünf Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen, aber nur vier wurden versteinert. Der fünfte muss nun also hier im Raum sein. Nur welcher von den dreien ist es? Ja, wie wär's mit Giacomo? Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahi mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe. Sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feeische verlieren und alles vergessen. Ja. Sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahi geschehen ist? Nein, aber gleich. Ja, hab ich mir doch gedacht. Heda! Wer war gestern mit dem Mob im Wald? Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Habe ich's mir doch gedacht mit Nuri. Habe ich also recht gehabt. Wart ihr drei gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Geht dich nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Holzfäller ausfragen, Torwaler ausfragen, Schlafenden ausfragen. Heda,
Aufwachen! Aha. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Getrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht. Vielleicht. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Lenk mich nicht ab. Hast du das gestern auch schon gemacht? Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und hab meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Bei Svafnir hab ich viel gesoffen. Du warst also den ganzen Abend hier? Ja. Genau an diesem Fleck. Mhm. Du machst einen sehr entspannten Eindruck. Mein Weib hat mir heute freigegeben. Und das, nachdem ich mir gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig rausrennen. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug. Dumm. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion, aber notwendig. Was mache ich denn jetzt mal? Direkt konfrontieren, Verdacht äußern? Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Das weiß ich doch nicht. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch einen aussuchen. Die Schlafmütze. Die Schlafmütze da. Und woher willst du das wissen? Gibt keine klaren Antworten, er wirkt bedrückt, er ist als einziger müde. Ihr beide seid hellwach. Er dagegen wirkt, als habe er die Nacht durchgemacht. Nein, er hat einfach nur zu viel getrunken. Komm wieder, wenn du etwas davon verstehst. Dann gebe ich dir einen aus. Ja, es ist ja auch alles an den Haaren herbeigezogen, aber immerhin kann man hier so ein bisschen... Ich rede mal mit Hilda, vielleicht hat die auch was beobachtet, was mir hilft, bevor ich das ganze Spiel hier nochmal versuche. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Doch, natürlich, Hilda, sehe ich dich, mein kleines Blumenmäuschen. Seit wann bist du die neue Schankmaid? Ach, seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich frag nur. Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Was ist das für ein Wein? Das ist roter Geron, aus den Nordmarken. Klingt lecker, nicht wahr? Klingt eher, als schulde mir jemand eine Kostprobe. Tut mir leid. Aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Ach, deswegen gibt sie ihm nichts, also Giacomo. Okay. Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Ja, Hilda. Hilda. Vorsicht, Geron. Das Holz ist morscher, als es aussieht. Ich will mir nur mal eben was zapfen. Du, ich fürchte, das geht nicht. Der Wein ist schon jemand anderem versprochen. Was mache ich denn da bloß? Schweinebraten kann ich hier wenden, das ist ja lecker. Ein Anblick für die Götter. Schön knusprig. Ich würde es nicht wollen, aber ihr dürft das Schwein gerne haben. So, reden wir mal mit dem hier nochmal. Heda! Du lagst also den ganzen Abend besoffen auf dem Tisch. Ist das ein Verbrechen? Nein, ich frage nur. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Tulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer. Verschwinde. Hier verpfeift keiner keinen. Genau. Wenn ich ein Geständnis will, dann muss ich geschickter vorgehen. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Nehmen wir mal den Torwaler. Der Torwaler. Und woher willst du das wissen? Er hat keinen Kater. Er war gar nicht hier. Er weicht mir ständig aus. Er weicht meinen Fragen ständig aus. Ich bin mir sicher, er hat etwas zu verbergen. Ja, meine Faust. Was? Scheiße.
Der war auch am... das weiß ich natürlich, oder das habe ich gemerkt, dass der war am aggressivsten. Nächstes Mal sollte ich mir ganz sicher sein, bevor ich einem Torvala unterstelle, dass er lügt. Nasenbluten, finde ich gut. Ist mir egal, also... Ist nur ein Spiel, ich leg's auch drauf an. Ich finde es gut zu wissen, dass die einen halt auch rausschmeißen können. Ich habe aber auch selber tatsächlich gar keine Ahnung, wen ich hier verdächtigen soll. Also er war halt für mich so am aggressivsten, aber... Heda! Ich versuch's einfach nochmal. Du hast also deinen schlafenden Freund beim Kartenspiel ausgenommen. Ja, jedes Mal, wenn er mich ganz allein am Tisch gelassen hat, kam er als werdender Verlierer wieder zurück. Das zeigt, wie unerfahren er ist, im Spiel wie im Alkohol. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Ja, du. Der Torvala. Und woher Ach Quatsch, der war das ja gar nicht. Vergesst es einfach. Schon geschehen. Nee, warte mal. Ich glaube... Und wer... Wen meinte ich jetzt? Den Holzfäller, ne? Oder? Ja. Du! Und woher willst du das wissen? Du warst als einziger allein. Du warst als einziger nüchtern. Deine entspannte Art verrät dich. Du sagtest, du warst jedes Mal allein, als dein Freund sich draußen erleichterte. Es gibt niemanden, der bezeugen kann, wo du während dieser Zeit warst. Doch, sein Geldbeutel. Wenn ich abgehauen wäre, wie hätte ich dann jede verdammte Partie gewinnen können? Und jetzt lass mich in Ruhe. Auch hier gibt es wahrscheinlich wieder eine richtige Reihenfolge, aber... Heda! Du hast den ganzen Abend hier Karten gespielt und getrunken? Weiß nicht. Vielleicht. Mehr werde ich aus dem nicht rausbekommen. Achso, ich kann die alle nochmal. Na dann. Du lagst also den ganzen Abend besoffen auf dem Tisch. Ist das ein Verbrechen? Nein, nein, ich frage nur. Aber das hatte ich ja auch schon. Du hast also deinen schlafenden Freund beim Kartenspiel ausgenommen. Ja, jedes Mal, wenn er mich ganz allein am Tisch gelassen hat, kam er als Werden. Das zeigt wie... Ich glaube ein... Und wer soll... Ja, wer lügt denn wohl mal? Vielleicht muss man den Torvala nehmen, aber es so machen, dass er nicht rausschmeißt. Ich weiß... Der Torvala! Und woher willst du das wissen? Ja, weil er aggro ist. Ich weiß nicht, ich kann... Vielleicht kann ich auch alle drei anwählen und der schmeißt mich immer wieder raus. Er weicht mir aus, hatten wir ja schon. Er war gar nicht hier. Er hat keinen Kater. Ja, ich glaube, der schmeißt mich raus, aber wir versuchen es mal. Er behauptet, den ganzen Abend hier gelegen zu haben. Aber du sagtest, dass du jedes Mal allein warst, als du die Karten gezinkt hast. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, er war ganz schön lange weg. Ruhe. Ich muss zählen. Wo warst du? Doch nicht etwa wieder bei meiner Frau? Verdammt. Jetzt habe ich mich verzählt. Hey, ich hab dich was gefragt. Hört auf, euch zu streiten. Und du, Geron, lass bitte meine Gäste in Frieden. Tut mir leid, Heda. Es geht hier um eine wichtige Angelegenheit. Ich weiß, ich war dabei. Was? Ich bin es, die du suchst. Ich habe alles gesehen. Ich war betrunken und, Geron, ich wusste nicht, was sie vorhatten. Ich dachte, sie machten nur Spaß. Erzähl, was passiert ist. Wolfram sagte, die Thulamiden seien Dämonenpaktiere und hätten sich als einfache Händler verkleidet. Angeblich wollten sie ein dunkles Artefakt ins Land schmuggeln. Damit wollten sie König Efferdan stürzen und alle Frauen zu ihren Lustsklaven machen. Erst sollte sich Hartmann ins Zelt schleichen und das Artefakt stehlen und uns dann mit seiner Laterne winken. Das wäre das Zeichen zum Angriff gewesen. Aber dazu kam es nicht, richtig? Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles so verschwommen. Versuche, dich zu erinnern. Fange am besten ganz von vorne an. Gut. Ich weiß noch, es hatte gerade aufgehört zu regnen, als wir endlich die Lichtung erreichten. Thank you.
Dämon? Oh, Geron, es war so schrecklich. Aus seinem Körper wuchsen überall Hörner und er hatte einen langen, leuchtenden Stab auf dem Rücken. Genau wie diese Prinzessin. Versprich mir bitte, bald ist wieder alles beim Alten. Keine Sorge. Ich werde mich selbst darum kümmern. Wirst du das? Komm mal bitte mit nach draußen, ja? Verdammt. Wenn die Akademie von den Dämonengerüchten erfährt, nehmen sie mir den Fall sofort weg. Und was mache ich mit dir? Du könntest mich gehen lassen. Über den Stand sind wir doch schon lange hinaus. Glaubst du auch, es war ein Dämon? Ach, was frag ich dich? Du glaubst wahrscheinlich alles, was man dir erzählt. Tja, ein Dämon in Andergast. Wann passiert schon sowas? Es würde auf jeden Fall einiges hier aufwirbeln. Das würde es. Also gut, es ist beschlossen. Was? Hier hast du Kohle und Pergament. Hilda soll dir ein Bild des Angreifers malen. Wir müssen genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir? Dann finde heraus, was das Vieh hier will. Vielleicht gibt es etwas, was wir als Köder benutzen können. Als Köder? So, und als drittes brauche ich einen Kraftspeicher. Meine eigene Astralenergie wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ausreichen? Für was? Wir müssen gut ausgerüstet sein, wenn wir ihm eine Falle stellen wollen. Soll ich das etwa alles alleine machen? Ach, ich komme mal wieder endlich zu Wort. Ich kann immer leider nichts dafür, wenn die Sequenzen so lange sind. Finde das natürlich total schön, aber es ist immer irgendwie immer dann, wenn ich eigentlich einen Cut machen sollte. Deswegen ist der Part jetzt voll lang geworden. Tut mir leid dafür. Aber erst jetzt kann ich wieder eingreifen und würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle den Cut und sehen uns dann im nächsten Part. Dann beantworte ich wieder die Frage und bin gespannt, was kommt. Aber es ist schon krass mit den Säulen und ich finde die Animation total toll. Ich finde die Geschichte bisher richtig cool und bin echt gespannt, ob wir die auch noch am Ende befreien können und so. Das ist ja schon alles mal nicht so schön gelaufen da. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.